Okay. Papier der Größe DIN A4, es gibt Dinge an dir, versendete Sachen, die lassen latent mein Temperament verwarnen. Das Feuer, das mir brennt, entfachen. Ich werde dir jetzt ein paar Komplimente machen. Bettina, Bettina, bist du hübscher als Angelina Jolie. Und die finde ich ja schon sehr feminin, aber dich finde ich Bettina. Bettina, Regina, du bist einfach nur so wie der Knie. Allein wie du tanzen kannst, Christina, wie eine Pippa Ballerina. Für die Motte, die das Licht im Kreis, das Bekloppte ist, nur dass ich nicht mehr weiß, wie du eigentlich genau mit Vornamen heißt. Denn ich habe einfach mein Namen schlechtes, echt richtiges Namensgedächtnis. Und das ist zumeist verdammt. Scheiße, Mann, wie heißt du nochmal? Bettina, Christina, oder war es vielleicht Katharina? Scheiße, ich weiß es nicht. Na prima, Christina, Martina, Nina, Sabrina oder Janina. So wie das klar ist, war irgendwas auf Nina. Wir lernen uns intensiver kennen. Bis dahin, ich hoffe, du findest das nicht schlimm, werde ich dich einfach weiter Bettina nennen. Bettina, wie wär's denn, wenn wir am nächsten Ersten einfach mal ganz spontan gemeinsam in den Urlaub fahren? Bettina, Bettina, wäre ich ein großer Diener, gehen wir reisen beispielsweise nach Dubai oder China. Carina, Carina, nein, es muss nicht unbedingt China sein, lass uns irgendwo hin, wo Strand ist und prima Klima. Martina, wo fahren wir hin? Ich würde sagen, nach Spanien. Warst du schon mal in Barcelona? Das liegt in Katalanien. Heißt es Katalonien? Egal, da wollte ich immer schon mal hin. Und nichts als den ganzen Tag da draußen mit der Salsa tanzen. Schau mal her, das ist meine Frau. Ist sie nicht toll, hier ist sie mal. Und sie kommt raus